Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von AMO TV. Besucherrekord am Campus Wieselburg. Unter dem Motto Bund studieren hat die Austrian Marketing University am vergangenen Wochenende ihre Türen für die lange Nacht der Forschung und den Tag der offenen Tür geöffnet. 2 Tage lang konnten die Besucher die Forschung am Campus hautnah erleben und sich über das Studienangebot informieren. Volles Haus am Tag der offenen Tür. Mehr als 1000 Besucher informierten sich über das Studienprogramm an der AMU. So viel Andrang gab es noch nie. Welche Masterstudiengänge interessieren euch? Ja, mich Produkt- und Innovationsmanagement. Ja. Und ich bin für E-Commerce da. Eine Frage, wie seid ihr auf unsere FH kommen? Woher wisst ihr, dass es uns gibt? Meine Schwester hat schon da studiert und dadurch bin ich eigentlich drauf gekommen. Okay, und du? Ich habe einfach Google-Suche, FH, Kommunikation, Master. Der Klassiker. Der Klassiker. Ja. Gleich von außen aufgefallen ist den Besuchern wahrscheinlich die Fassade vom Campus, die mit knapp 250 bunten Regenschirmen geschmückt war. Die Campusleitung Dr. Astin Malschinger erklärt, was es damit auf sich hat. Herzlich willkommen am Tag der offenen Tür hier am Campus in Wieselburg. Wir freuen uns, heute ein Motto zu haben, das heißt Bund studieren. Wir haben diese Idee mit den Regenschirmen aus einer Studienreise von Barcelona mitgenommen, weil unsere Projektgruppen heuer eine große Bandbreite an Themen haben. Das Besondere am Tag der offenen Tür an der AMU ist, dass er nicht nur vom Team der Fachhochschule, sondern vor allem von den Bachelorstudierenden in ihrem Projekt gestaltet wird. In unterschiedlichen Hörsälen stellen sie auf kreative Art und Weise ihre Auftraggeberprojekte vor. Wir sind wieder live zurück am Campus Wieselburg und wir sind hier im Dschungelcamp. Und wollte mal grundsätzlich fragen, um was da bei der Station geht. Also bei der Station muss man einen feurig scharfen Skorpion trinken. Super! Und grundsätzlich, was kann man sich darunter vorstellen bei den anderen Stationen? Also man muss immer seinen Mut beweisen, so wie auch in der FH-Prüfungen steht. Und zum Schluss wird man hoffentlich Bachelor oder Jury können. Oh, okay. Ja Leute, ich habe das Skorpiongift überlebt. Nachdem ich einen ganzen Liter Milch auf Ex getrunken habe. Und ja, bin jetzt offiziell Dschungelkönig. Die Eindrücke vom Haus, vom Tag der offenen Tür, gefällt euch? Ist richtig cool, richtig kreativ? Ja, es ist richtig innovativ und richtig bunt. Also mal was anderes? Ja. Cool. Das war's auch schon wieder mit unserer heutigen Ausgabe von AMO TV. Auf Wiedersehen und einen schönen Tag.